Ich möchte kurz die Gäste vorstellen. Neben mir Frau Jacqueline Patron, SP-Nationalrätin Kanton Zürich, dann Herr Beat Rieder, Ständerat Kanton Wallis, Frau Christa Markwalder, Nationalrätin FDP Kanton Bern, Herr Rieder ist von der CVP, und dann Herr Gerhard André, Nationalrat Grüne aus dem Kanton Freiburg. Ich möchte auf diesem kurzen Podium drei Fragen behandeln. Erstens, das wurde bereits angesprochen, was bedeuten die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China? Was bedeutet das für die Schweiz? Zweitens, das Spannungsfeld wirtschaftliche Interessen. Wir haben jetzt sehr viel über die Wirtschaft gehört und die Schweiz hat wirtschaftliche Interessen zu politischen Zielsetzungen und Werten. Und drittens, gibt es einen Ausverkauf der Schweizer Wirtschaft an China und müssen wir und können wir etwas dagegen tun? Ich würde gern diesen drei Fragen nachgehen. Erste Frage, wir haben jetzt viel gehört, es gibt einen klaren Handlungskonflikt, wenn nicht einen Handlungskrieg zwischen den USA und China. Herr Elsig hat in seinem Referat darauf hingewiesen, dass, was die USA betrifft, die Handelspolitik zu einer reinen Machtpolitik geworden ist. Jetzt kann man sagen, das ist, kann uns Wurst sein. Es kann uns aber nicht ganz egal sein, weil die Drittstaaten werden immer mehr in diesen Konflikt hineingezogen. Herr Elsig hat darauf hingewiesen, die USA beäugen sehr genau, was verschiedene Drittstaaten machen, und sie haben die klare Erwartung, dass die Drittstaaten wie die Schweiz sich auf die Seite der USA stellen. Ein kleines Beispiel: Huawei, der, da darf man sagen, der Technologieführer bei den Telekom-Ausrichtungen. Die USA gehen gegen Huawei vor und verlangen das auch von Drittstaaten. Sie haben ihre Verbündeten besucht, von ihnen erwartet, macht das Gleiche. Es gab auch einen Besuch in der Schweiz. Also wir können uns nicht neutral wunderbar heraushalten. Wir sind in dieser Auseinandersetzung. Meine Frage ist, wie soll sich die Schweiz hier verhalten, vor allem wenn der Konflikt sich, was man erwarten kann, sich verschärft? Darf ich mit Ihnen beginnen, Frau Patron? Hören Sie mit mir auf. Gut, dann beginnen wir mit Herrn Ständerat Rieder. Besten Dank. Als Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Ständerates ist mir aufgefallen, dass die Schweiz eigentlich keine China-Strategie, eigentliche China-Strategie fährt. Wir haben ein Freihandelsabkommen 2014 abgeschlossen und die Schweizer Diplomatie versucht jetzt krampfhaft, dieses Freihandelsabkommen zu verbessern und den schweizerischen Interessen nachzuleben. Und wenn ich das so zusammenfassen möchte, was wir erfahren, ist eigentlich die Situation so, dass China das nicht will. China sagt, wir warten jetzt mal ab, was läuft in diesem Freihandelsabkommen, und wenn das dann gut läuft, dann schauen wir die nächste Etappe an. Und das Umfeld in Europa und insbesondere die USA, da bewegt sich was. Also wenn wir uns Europa anschauen, dann haben doch einzelne führende Staaten, Frankreich, Deutschland und so weiter, massiv mehr zugelegt im Investitionsschutz. Sie haben eine kritische Haltung eingenommen gegenüber China. USA selbst hat reagiert. Jetzt kann man sagen, Herr Trump übertreibt und er hat nichts erreicht. Das wird sich dann weisen, aber auf jeden Fall kann es nicht sein, dass die Schweiz keine China-Strategie fährt, beziehungsweise sich loskoppelt vom europäischen Gesamtrahmen. Ich würde mich nicht Herrn Donald Trump anschließen und seinen Vorstellungen von Fairem Trade. Das ist wahrscheinlich nicht so das, was wir Schweizer darunter vorstellen uns. Aber wir müssen uns im Rahmen einer europäischen Strategie einbetten, und wahrscheinlich wäre es eine Illusion zu denken, dass die Schweiz ihren eine Nischenstrategie fahren könnte, die uns zwar die Profite bringt, aber keine Probleme.
Vielen Dank. Wir werden auf die Frage des Investitionskontrolle werden wir im dritten Teil noch zurückkommen. Sie haben jetzt aber noch einen Punkt aufgeworfen, den ich auch fragen wollte. Die EU ringt ja etwas mit sich. Sie will geschlossen auftreten, weil sie sagt, wir dürfen uns nicht auseinander dividieren lassen. Und die Frage ist etwas, soll die Schweiz sich abstimmen mit der EU in dieser Frage oder soll sie hier den Alleingang wagen? Also zusätzlich zur Frage, wie soll sich die Schweiz verhalten im Spannungsfeld USA-China? Frau Markwalder. Also zunächst hat natürlich die Schweiz alles Interesse an einer funktionierenden Welthandelsordnung und die basiert eigentlich nicht auf Bilateralismus, sondern auf Multilateralismus. Deshalb hätten wir auch ein Interesse daran, dass die WTO wieder gestärkt ist und die Doha-Runde auch einmal zu einem Abschluss kommt. Es ist klar, dass wir als offene Volkswirtschaft mit sehr wichtigen Handelspartnern, und da gehören sowohl die USA wie China dazu, ein großes Interesse haben, dass nicht protektionistische Maßnahmen eingeführt werden, weil darunter leiden vor allem auch die Schwellenländer. Wir sehen, dass dieser Trend immer mehr zunimmt und das sind natürlich jetzt dieser Handelsstreit zwischen den USA und China stehen exemplarisch dafür. Die USA sind unser zweitwichtigster Handelspartner nach der EU, aber auch nach Deutschland und sie sind ungleich wichtiger als China. Wir haben ein Handelsvolumen mit China, das unserem Außenhandel mit Baden-Württemberg entspricht. Baden-Württemberg ist die wichtigste Region für die Schweiz, für den Außenhandel. Aber wenn man so die Größenverhältnisse anschaut, dann sieht man eben auch, dass in China unglaublich viel Potenzial liegt, weil sie haben einen Markt mit 1,3 Milliarden Konsumentinnen und Konsumenten. Und sie haben Hunger, also wir haben das verschiedentlich auch gehört. Sie haben aber nicht nur wirtschaftlichen Hunger, technologischen Hunger, sie haben auch politischen Hunger. Und überall dort, wo sich jetzt politisch die USA zurückziehen, dort drängen die Chinesen vor. Also China, ich denke, dass der Titel der heutigen Veranstaltung ist da sehr richtig, goldrichtig gewählt, hat die Ambition, wirklich in der Weltordnung die neue Führungsrolle zu übernehmen. Und ich glaube, wir müssen lernen oder versuchen zu lernen, das chinesische Denken zu verstehen. Und das ist viel, viel längerfristig als unseres, als das amerikanische. Die Chinesen wissen, dass jetzt im November wieder Wahlen stattfinden. Sie schauen natürlich auf diese neue Entwicklung auf die Entwicklungen in den USA haargenau. Aber wir sind uns nicht gewohnt, mit dem langfristigen Fokus und den langfristigen strategischen Ausrichtungen, die Chinesen seit Jahrtausenden innehaben, zu denken und uns auszurichten. Aber vielleicht noch ein Satz zum Ansehen der Schweiz in China. Wir haben einen ausgezeichneten Ruf in China, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil die Schweiz 1950 die Chinesische Volksrepublik als eine der ersten westlichen Staaten anerkannt hat. In jedem politischen Meeting kommt diese Dankbarkeit zurück. Also das ist wirklich eine Tatsache, die in jedem politischen Austausch angesprochen wird. Und solche Dinge, die mögen vielleicht für uns etwas befremdlich wirken, aber solche Dinge sind eben für China enorm wichtig. Vielleicht der letzte Satz, sollen wir uns mit der EU absprechen. Wir haben unsere eigene Außenhandelspolitik, wir haben bereits ein Freihandelsabkommen mit China, wir möchten gerne eines mit den USA machen, wenn der Bundesrat vielleicht am WEF etwas offensiver gewesen wäre und wir Herrn Trump noch ein Zugeständnis abgerungen hätten, öffentlich, dann würde vielleicht auch sein USTR Robert Lighthizer uns jetzt in der Prioritätenliste etwas höher setzen. Aber das ist klar, wir müssen immer schauen, was macht die EU, aber uns quasi im Gleichschritt bewegen. Wir haben nicht die ganz selben Interessen, weil wenn die EU schneller mit den USA ein Freihandelsabkommen abschließt, haben wir ein echtes Problem. Danke, also das heißt zur EU-Frage, mit der EU sprechen, aber nicht immer genau das Gleiche machen. So habe ich es verstanden. Ja, wir müssen auch auf unsere eigenen Interessen und Bedürfnisse ebenfalls Rücksicht nehmen. Herr André und dann wie gewünscht Frau Badran das Schlusswort für diese Runde. Vielen Dank. Ich glaube, ich würde beherzter eben mit der EU zusammenspannen, weil wir sind ja jetzt in einer Situation, wo sich ganz große Konzepte sich angemacht. Okay. Das auch so? Hört man mich?
Es ist ein Wettbewerb ganz großer Konzepte. Wir haben ein asiatisch-chinesisches Konzept, das quasi jetzt emergiert, wichtiger, größer wird. Wir haben die US-Sicht, die eine ist, die sich verändert hat, die nicht mehr unbedingt so ist, wie wir uns Europäer doch irgendwo sehen. Und ich glaube, gerade in dieser Situation ist der europäische Weg, der sich auch einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet und eben nicht nur nachhaltig im Sinne von ökologischer, sondern eben auch nach sozialer Nachhaltigkeit. In den Menschenrechtsfragen dürften wir bei den Chinesen keine großen Verbündeten finden. Bei den ökologischen Fragen dürfte etwa die gleiche Antwort bei den Amerikanern mittlerweile sein. Und ich finde, Europa kann und soll und muss eine andere Rolle spielen, weil mir ist das heute Morgen schon sehr, wie soll ich sagen, wie ging der Spruch, the business of business is doing business. Es geht um mehr, es geht um unsere Existenz, was wir heute erleben, auch an neuem Nationalismus, am aufschwellenden Nationalismus, ist nicht schlecht, nicht zuletzt das Pendel, das zurückschlägt, eines vielleicht etwas allzu übereifrigen Globalisierens, nämlich das Globalisieren von Materialflüssen, von ganzen Industrien, die sich komplett über den Planeten hinweg völlig neu aufgeteilt haben. Ich finde diese Art des Globalisierens eigentlich nicht unbedingt die beste Art des Globalisierens. Wir haben es heute Morgen gehört. Sollten wir nicht vielleicht kürzere Wege wieder versuchen zu etablieren? Kreislaufwirtschaft, ist das der Weg? Kreislaufwirtschaft, die Kreisläufe über Zehntausende von Kilometern zu erstrecken? Ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Hingegen ein Globalisieren der Ideen, des Erkenntnisgewinns, da bin ich dann schon sehr, sehr viel stärker dafür interessiert. Ich komme auch jetzt beruflich neben meinem neuen politischen Mandat aus einer Branche, die sich gewohnt ist, Erkenntnisgewinn zu teilen und von da aus dann den Wettbewerbsvorteil zu etablieren. Ich spreche von Open Source. Also wenn wir Dinge entwickeln, dann geben wir die der Welt frei und rechnen damit, dass wir zurückbekommen, was an der anderen Ecke des Planeten entwickelt wurde, aber für einen heimischen Markt. Ich finde, das könnte so etwas wie eine Piste sein, wie sich das entwickeln könnte. Notabene, das machen auch große Industriefirmen wie beispielsweise Tesla mittlerweile, die Patente eben freigegeben hat, dass sich quasi der Wettbewerb um die Ideen eigentlich passieren soll und nicht unbedingt um die Produktion steht. Ja, Frau Bertrand. Ich habe aus einem bestimmten Grund gesagt, ich würde gern als Letzte kommen, weil ich glaube, die Frage ist schon richtig gestellt, aber es lenkt ein bisschen ab. Dieser ganze Handelsstreit zwischen USA und China trifft für mich nicht den Kern des Problems. Also, da geht es um eigentlich klassische Sachen, wer importiert mehr, also wie sind die Volumina, wie komparative Vorteile über Währungsabwertungen und so diese Sachen. Das ist, aber ich habe an der Universität St. Gallen Staatswissenschaften und Ökonomie studiert und da vertieft internationale Beziehungen und da musste man ein Schwerpunktsland nehmen. Und das war China, habe ich genommen. Und in dem Zusammenhang, Mitte 90er Jahre, ist mein zweites Studium gewesen, habe ich den Fünfjahresplan 1995 gelesen. Fragen Sie mich nicht, warum ich den hatte, wenn mich heute immer fragt, wieso konntest du den lesen, sondern nicht World Wide Web und so. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe ihn gelesen. Es war eine Offenbarung. Da drin stand, wir wollen die führende Rüstungsmacht im Osten sein. Aber das ist teuer. Das heißt, wir müssen aufrüsten. Das ist teuer. Das können wir uns nicht leisten. Also müssen wir zuerst die Wirtschaft entwickeln, können nicht beides machen, um dann rüsten zu können. Und wie entwickeln wir jetzt die... Genau. Wie entwickeln wir jetzt diese Wirtschaft? Wir überspringen. Das ist das Zauberwort, das ist auch jetzt immer noch das. Wir sind eine Agrarnation und wir überspringen einfach die Industrialisierung, die Europa, die USA gemacht haben, alle diese Jahrzehnte und springen direkt ins Hightech-Zeitalter. Und wie machen wir das? Stand alles da drin, ist unglaublich.
wir lassen unsere Menschen raus, die sollen sich da im Westen kundtun, müssen aber nach, also Studenten zum Beispiel, müssen aber nach 2 Jahren wieder zurückkommen. Und wir öffnen partiell unsere Märkte, damit, also dass Leute herkommen können, natürlich nur unter chinesischer Beteiligung und natürlich totaler Kontrolle, dass wir ihr Know-how aufbauen können. So machen wir das. Und dann hat es ja die Phase gegeben, haben sie angefangen, Raubkopien zu machen und so weiter. Und heutzutage, also jetzt, wir wissen, ich habe damals das gelesen, ich fand, wow, what a plan, oh, mein, super, oder? Aber das, so schnell wird das ja wohl nicht gehen, in Jahrzehnte oder 100 Jahre Industrialisierungsentwicklung einfach da überhüpfen. Und die Realität hat einem das etwas Besseres gelehrt. Und heute, wir wissen, was die nächsten 5-Jahrespläne sind. Und ich finde, da ist es wirklich zum Erstarren. Also mich fürchtet das unglaublich. Und einfach vielleicht, ja, ich komme zum Schluss. Es ist heutzutage, wir kommen nachher noch mal drauf bei den Investitionskontrollen. Heutzutage erobert man Länder nicht mehr mit Panzern und Ritterrüstungen. Man kauft sie. Und das ist das, was passiert. Und China kontrolliert bald alle Schlüsseltechnologien auf der Welt. Es besitzt schon fast halb Afrika. Es besitzt, schon kontrolliert bald die ganze Weltlogistik, die Stromversorgung. Wir werden dann noch auf die Syngenta kommen, also die landwirtschaftliche Produktion. Also sie ist sehr stark in den sekundär essentiellen Güterklassen drin. Das ist die große Frage. Nicht ein temporärer Handelsstreit, der sich sowieso lösen wird. Gut, also das Problem ist Ihrer Meinung nach ist quasi der Aufstieg Chinas zur Wirtschaftsmacht. Ja, das hier, das ist die gute Frage. Das ist die Frage. Die neue Ordnung der Welt. Ja, okay, wir kommen im dritten Teil darauf zurück, aber es gehört auch hierher. Herr Rieder. Ich möchte noch einmal auf die erste Frage zurückkommen. Also, richtig. Vielleicht habe ich mich nicht klar ausgedrückt. Wir haben zwei Hegemone wirtschaftlich gesehen. USA und China, die streiten um die Weltmachtführung in gewissen Bereichen. Und dann haben wir die Schweiz und die Schweiz ist nicht auf dem gleichen Niveau. Tut mir leid, wir sind ein kleines Land, wir sind sehr innovativ, wir haben hervorragende Unternehmerinnen und Unternehmer, aber wir haben nicht den gleichen Druck, Marktdruck. Mhm. Und wenn wir glauben, wir könnten jetzt mit einem Freihandelsabkommen mit China quasi da durch die Mitte durchschlüpfen, ja, ohne uns selbst auch Schaden zuzuführen, dann ist das aus meiner Sicht falsch. Wir müssen uns, und wir liegen nicht in den USA, wir liegen auch nicht in Asien, wir liegen mitten in Europa, wir müssen uns mit unserem Hauptpartner, wirtschaftlichen Hauptpartner abstimmen, wie wir dieser Herausforderung von China, aber auch von den USA, wenn ich so sehe, was Trump für Anforderungen stellt, wie wir diesen Hauptherausforderungen entgegenstellen sich können. Und das ist mein Ansatz. Ich glaube, wir müssen wirklich in diesen Bereichen, die wir auch nachher diskutieren, sehr genau abstimmen, was Europa macht und was wir machen. Wir müssen nicht den gleichen Zug fahren, aber wir müssen uns dort klar abstimmen. Das ist meine Haltung in diesem Bereich. Und der Bundesrat wäre gut beraten, jetzt sofort diese Strategie zu entwickeln. Das ist eine USA-Strategie und eine China-Strategie. Ja. Darf ich das verstehen als Plädoyer, möglichst rasch das Insta zu unterzeichnen? Das Insta ist eine andere Frage. Nein, überhaupt nicht. Ja. Da sind dann andere Interessen im Zusammenhang. Sondern wir müssen uns die Regulierungsvorschriften und die Schutzvorschriften von Europa anschauen und schauen, wie die sie umsetzen. Und hier uns vielleicht anschließen, ja. Also das Insta-bilaterales Abkommen, dazu müssen wir ein separates Gespräch machen, ist auch ein dringendes Thema. Aber ich habe jetzt doch eigentlich einen gewissen Konsens verstanden. Es ist sinnvoll, wenn die Schweiz und unser wichtigster Handelspartner, der auf dem gleichen Kontinent ist, wenn wir uns möglichst eng abstimmen. Das heißt aber nicht, dass wir in jedem einzelnen Fall genau das Gleiche machen müssen. Ich denke, da haben wir Konsens. Jetzt noch eine Frage, bevor wir dann weitergehen. Sie haben jetzt verschiedentlich die Strategie der Schweiz gegenüber China oder den USA angesprochen. China hat eine langfristige, durchdachte Strategie. Die EU
hat auch Ansätze zu einer Strategie, ein 10-Punkte-Programm. Der Bundesrat sagt seit 10 Jahren, und deswegen stelle ich Ihnen jetzt die Frage, ich weiß, Sie sind nicht der Bundesrat, aber Sie haben Einfluss auf den Bundesrat, seit 10 Jahren, wir arbeiten an dieser Strategie und sie liegt noch nicht vor. Was sagen Sie dazu? Das ist eben so, wie die Schweiz funktioniert. Wir sind eben anders als China. Aber es ist tatsächlich so, dass es auch parlamentarische Vorstöße gibt, die wirklich vom Bundesrat fordern, eine China-Strategie zu entwickeln. Gut, man kann sagen, der Bundesrat hat zum Beispiel früh mit der Anerkennung von China, der Volksrepublik China, gesagt, wir haben eine Ein-China-Politik. Also wir anerkennen Taiwan nicht als eigenständiges Land. Wir haben deshalb auch, also das wird von den Chinesen auch enorm geschätzt, seitens Taiwans weniger, weil sie zum Beispiel auch keine diplomatische Vertretung hier haben, sondern einen Verein, der die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der Schweiz pflegt, aber natürlich damit auch quasi die diplomatischen Beziehungen aufrechterhält. Aber ich glaube schon, wir müssen in unserem Verhältnis zu China einfach besser verstehen, wie die Chinesen funktionieren. Also sie haben es geschafft, mit einem kommunistischen System mit dem Kapitalismus zu kombinieren. Das hat kein anderes kommunistisches Land geschafft. Und sie produzieren beispielsweise heutzutage jeden Tag neue Milliardäre. Also sie haben einen marktwirtschaftlichen Ansatz mit einer Top-Down-Regierung, die, und jetzt möchte ich das Problem des Social Credit Systems ansprechen, mit neuen Technologien ihre eigenen Bürger derart überwacht, dass wirklich die individuellen Freiheiten nicht möglich sind. Aber die Chinesen haben durch diesen jahrelangen oder jahrzehntelangen Kommunismus sich eben auch ein ganz anderes Denken mitbekommen. Also quasi das Kollektiv ist wichtiger als das Individuum. Und im Vergleich zu den Unternehmen, die im Corporate Credit System einen gewissen Vorteil sehen, würde ich sagen, aus liberaler Sicht, die für individuelle Freiheitsrechte kämpft, die in China mitnichten vorhanden sind, ist es natürlich ein großes, großes Problem, diese absolute Überwachung durch den Staat. Und wir kommen dann vielleicht später auch noch zu den anderen Fragen der Menschenrechte, wo sich die Chinesen... kommen eigentlich jetzt gleich zu diesem Thema. Sie haben schon das Stichwort gegeben. Herr Ronde, Sie können aber gerne noch beifügen, aber ich möchte nachher genau auf dieses Spannungsfeld kommen. Ja. Das Stichwort war ja die China-Strategie. Und für mich ist schon die Frage, braucht es jetzt eine China-Strategie? Wir sind an einem anderen Punkt in der Geschichte heute, finde ich. Wir sollten zuerst herausfinden, wie sieht die Wirtschaft der Zukunft aus. Ich habe gehört, Herr Rett, Sie sagen, das stimmt, Energie pro BIP-Wachstum, das verbessert sich, aber absolut verschlechtert es sich. Wir haben einen enormen Ressourcenhunger, den wir uns nicht mehr leisten können. Und wenn wir jetzt davon sprechen, wie wir denn jetzt Freihandel künftig organisieren mit China und was unsere chinesische Strategie sein sollte, sollten wir uns zuerst überlegen, wie sieht eine nachhaltig, lebensfähige Wirtschaft langfristig aus, die nicht auf Kosten der nächsten Generationen eigentlich den Planeten beraubt. Und da finde ich diese Diskussion, die fehlt, die führen wir zu wenig. Ich muss heute sagen, auch nach einer grünen Welle, die mich unter anderem auch in das Parlament gewählt hat, vertraue ich fast eher der EU, dass sie uns ein bisschen helfen, da den richtigen Weg zu finden, weil wir einfach viel zu wenig verbindlich sind auf diesem Weg hin zu der nachhaltigen Entwicklung, zu der wir übrigens auch Ja gesagt haben mit den UNO-Nachhaltigkeitszielen, mit dem Pariser Abkommen. Und mir ist das viel zu zögerlich und ich würde gerne zuerst eine andere Diskussion führen, bevor wir die Optimierung der Materialflüsse zwischen China und der Schweiz besprechen. Gut, ich würde jetzt gerne zum zweiten Thema kommen. Es wurde von Christa Markwalder schon angesprochen. Wir haben im Verhältnis zu China haben wir ein gewisses Spannungsfeld. Die Schweiz hat wirtschaftliche Interessen. Wir haben vorher auf dem Unternehmerpodium gehört, wie erfolgreich schweizerische Unternehmen in China sein kann. Die Schweiz war auch einer der immer der ersten Staaten, die hier die Türen geöffnet waren. Auf der anderen Seite, China hat andere politische Vorstellungen. Es ist sicher keine Demokratie im westlichen Sinn. Es gibt Diskussionen über Menschenrechte. Das ist ein Spannungsfeld.
Das ist ein Spannungsfeld. Und jetzt deswegen die Frage, wie soll sich die Schweiz in diesem Spannungsfeld bewegen? Ist der Weg, Herr Etter hat in seinem Referat gehabt, man hat im Freihandelsabkommen hat man auch etwas über die Menschenrechte gesagt. Es gibt einen Menschenrechtsdialog. Ich denke, das ist die klassische Rolle, wie die Schweiz mit Staaten, mit einem anderen politischen System umgeht. Und mich würde interessieren, sind Sie damit einverstanden oder sollte man das ganz anders machen, mit China die wirtschaftlichen Beziehungen abbrechen und sie kritisieren? Was ist Ihre Haltung? Wer will beginnen? Sie dürfen beginnen, Herr André. Ich würde gerne gerade weitermachen. Wir haben es heute Morgen gehört, das, was wir derzeit tun, die Art und Weise des ein bisschen Integrierens dieser Frage nützt offenbar nichts. Es gibt keine Evidenz, dass das irgendwie zu Verbesserung geführt hat, wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, Herr Elzi. Also von daher, die Strategie, die wir heute fahren, scheint mir ein bisschen gar naiv. Wir kommen offenbar nicht weit in diesen Dingen, die uns wichtig sind als Gesellschaft. Respektieren der Menschenrechte, respektieren der natürlichen Grundlagen. Und ich finde, ja, sehr wohl muss das eine wichtigere Rolle spielen und auch eine, die Sanktionen zur Folge haben kann, wenn man sie nicht einhält. Weil sonst ist es einfach das Papier nicht wert. Okay, das ist eine klare Haltung, härtere Linie, auch unter Inkaufnahme von wirtschaftlichen Nachteilen. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Ich nehme an, Sie sind nicht ganz alle damit einverstanden. Frau Markwalder. Ja, wir haben verschiedene Probleme bezüglich Menschenrechte in China. Also zunächst einmal fehlt es an der Garantie der individuellen Grundfreiheiten, weil das im Konzept des Kommunismus so nicht vorgesehen ist. Diejenigen, die sich für Menschenrechte einsetzen, und das gibt es durchaus in China, die müssen mit Repressalien rechnen, die müssen mit Verfolgung rechnen. 2015 wurden 200 Menschenrechtsanwältinnen und Anwälte verhaftet. Ein Jahr später war ich während meines Präsidialjahrs in China, habe mein Counterpart darauf angesprochen, weil sie auch nach chinesischem Strafprozessrecht schon lange hätten dem Richter vorgeführt werden müssen. Hingegen wussten die Familien nicht, wo sie waren. Und das ist ganz klar nicht nur ein Verstoß gegen Menschenrechte, sondern auch ein Verstoß gegen das chinesische Strafprozessrecht. Und die Antwort meines Gesprächspartners, das war der Vizepräsident der Volksversammlung, war, ja, es waren ja nicht so viele. 200 oder auf 1,3 Milliarden sind das nicht so viele. Aber ich habe dann gesagt, das ist das Wesen der Menschenrechte, dass es eben um die individuellen Garantien geht, auch in einem Prozess, auch wenn jemand verhaftet wird. Und nach langem Insistieren hat er mir dann zugebilligt, dass er das quasi weitermelden würde. Fraglich ist, was daraus dann wirklich geworden ist. Aber ich möchte gleichwohl noch sagen, was soll man tun jetzt? Menschenrechte, was soll die Schweiz tun, ist die Frage. Die Schweiz ist sehr engagiert und die Schweiz kann nicht über alles sprechen, was sie macht. Aber die Schweiz hat zum Beispiel schon bei Leuten, die sich eben vom Staat verhaftet wurden oder die temporär verschwunden sind, sich ganz stark dafür eingesetzt, dass diese Einzelschicksale dann wieder einen guten Weg fanden. Und ich finde die Situation in Hongkong wirklich hochproblematisch, oder? Also wie diese Demokratisierungsproteste brutal niedergeschlagen werden. Die Situation, wie wir gehört haben, was mit den Uiguren in den Umerziehungslagern passiert, das darf eigentlich im 21. Jahrhundert nicht passieren. Und ich glaube, wir sind, weil wir auch ein gutes Ansehen in China haben, weil wir auch den wirtschaftlichen Austausch pflegen, sind wir auch verlässliche Gesprächspartner und dürfen durchaus unsere Werthaltung, dass solche Dinge nicht gehen, im Dialog den Chinesen gegenüber auch klar machen. Okay, Frau Batran, dann gebe ich Ihnen das Schlusswort dieses Mal. Also wenn man die Geschichte der Schweizer Außenpolitik anschaut, dann war das immer eine Geschichte der Außenwirtschaftspolitik, das wissen wir. Und es war immer eine Politik der nationalen kurzfristigen Interessenwahrung. Also insofern können wir in diese Freihandelsverträge oder was auch immer irgendwie die Menschenrechte sind zu achten. Jetzt kann man auch
nicht reinschreiben, es spielt keine Rolle, weil wir handeln mit denen, wo es Märkte hat. Und das gilt gleichermaßen für die Türkei. Ein übelster Schurkenstaat, die Menschenrechte täglich auf übelste verletzt werden, Folter, Masseninhaftierungen, Säuberungen, internationale Einmischungen, Angriffskriege. Das gilt für Saudi-Arabien. Da ist das, wir aber machen es einfach um China. Ja. Heißt das, was heißt das jetzt? Soll man in all diesen Staaten die Beziehungen abbrechen? Nein, das heißt es nicht wirklich. Es heißt einfach, wir sollen nicht so tun. Wir haben das ja da reingeschrieben. Okay. Und da achten wir schon und tun ein bisschen Dialog. Wir haben unterdessen schon eine Umkehrung dieser Geschichte. Und das finde ich das Heikle, weil Diktatoren hinstehen können und sehen, ich kann eigentlich machen, was ich will, gilt zum Beispiel in großem Maß auch für Saudi-Arabien, ich kann machen, was ich will. Und ich werde noch hofiert und bekomme noch Freihandelsverträge. Und dann schreibt man da noch Menschenrechte ein. Und das legitimiert sie eigentlich sehr stark. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und da bin ich mit Frau Markwalder einverstanden, auch mit dem, was sie vorher gesagt hat. Ich meine, wir sind in der Macht des Faktischen. Und wir sind in einem Blockdenken drin. Wir haben es, also, glaube ich, jetzt habe ich es heute noch nicht gehört, aber wir sind im Blockdenken drin. Das heißt, wenn wir da irgendwie etwas machen als Schweiz, natürlich kann man sagen, dass wir gerade in Sachen Völkerrecht und Menschenrechte eine Sonderstellung haben und da auch Wirkung entfalten können, aber wahrscheinlich nicht über die Wirtschaftspolitik. Da ist es wirklich, da geht es um de facto die Macht des Faktischen und in den Blocken denken. Also da muss man gemeinsam mit Europa Sanktionen gegenüber oder eben nicht gegenüber wem auch immer. Das wird so sein und da ist auch wieder die Macht des Faktischen. Gegen die Türkei wird die EU mit Garantie keine irgendwelche Restriktionen fahren. Wir wissen auch alle, wie wir hier sitzen, warum. Und da ist einfach, aber so, ich finde, man sollte mal aufhören zu tun. Wir haben das da reingeschrieben, lassen wir doch das sein. Okay, Herr Riedel. Ja gut, Frau Badran hat jetzt die Realität der Außenwirtschaftspolitik der Schweiz dargestellt. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Wir können nicht darüber hinwegsehen, dass wir natürlich mit Staaten Wirtschaft Austausch pflegen, die auf der Basis der Menschenrechte problematisch sind. Und China hat einen ausgesprochen problematischen Ansatz gegenüber den Minoritäten, die sie haben. Das heißt die Bai oder das heißt die Tibetaner, das heißt eben auch die Uiguren. Und für mich kann man Wirtschaft und Ethik nicht trennen. Wir müssen immer wieder in diesen Verhandlungen auch auf die Menschenrechtssituation in diesen Teilstaaten zu sprechen kommen. Wir können auch im Einzelnen, bei einzelnen Personen uns einsetzen. Und ich glaube auch, dass unser Bundesrat den Mut hat, das anzusprechen. Und das ist dann eben keine Charmoffensive. Mit Charme alleine ist solchen Staaten leider nichts beizubringen. Das ist dann harte Auseinandersetzung über die Fakten, auch unter der Gefahr, dass man wirtschaftlich jetzt nicht zum nächsten Freihandelsabkommen sofort übergehen kann. Und ich gehe davon aus, dass der Bundesrat das auch macht. Die Signale sind da. Wie weit das dann auch effektiv Wirkung zeigt, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall, hier dürfen wir unsere Werte, und die sind nicht nur Ehre das Alter und andere, wir sind auch trinkfest, das wissen wir alle hier im Raum, ja. Unsere Werte sind auch demokratische Werte, Föderalismus, Wahrung der Rechte der Minderheiten. Und das muss man eins zu eins auch einem chinesischen Staat gegenüber zur Kenntnis bringen. Vielen Dank. Wir kommen damit zum dritten Teil, die wirtschaftlichen Aktivitäten Chinas in der Schweiz. Die schweizerischen Unternehmen, wir haben das heute gehört, sind seit langem sehr erfolgreich in China tätig, haben auch Tochtergesellschaften. Jetzt kommt auch China und die chinesischen Unternehmen werden in der Schweiz tätig. Sie machen auch Direktinvestitionen, sie kaufen Unternehmen. Berühmteste Beispiel ist Syngenta. Das führt zu Diskussionen, das führt zu
zu Befürchtungen. Herr Ständerat Rieder hat eine Motion eingereicht zu diesem Thema. Der Bundesrat hat sie abgelehnt, der Ständerat hat sie überwiesen. Der Nationalrat wird wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Session darüber entscheiden. Herr Rieder, wieso haben Sie diese Motion erreicht und was versprechen Sie sich davon, wenn diese schweizerische Genehmigungsbehörde für Direktinvestitionen operativ wird? Sie haben bereits den Inhalt kurz zusammengefasst. Das ist ja keine Erfindung der Schweiz. Das ist in jedem westlichen führenden Industrieland gang und gäbe und bereits seit Jahrzehnten eingesetzt. Die einzige Frage, die die Schweiz beantworten muss, ist, können wir isoliert vom Rest von Europa keine solchen Kontrollen haben? Und die zweite Frage, kontrollieren wir nur das, was unwichtig ist, und das, was wichtig ist, kontrollieren wir nicht? Das heißt, der Chinese, der in Zermatt eine 120 Quadratmeter große Wohnung kauft, den kontrollieren wir, und zwar jetzt aktuell, dreifach. Gemeinde, Kanton und Bund. Wenn der gleiche Chinese dann Syngenta kauft, den kontrollieren wir nicht. Das ist okay, das ist ein Börsendeal, das können wir passieren lassen. Und ich glaube, diese Illusion, dass die Schweiz ohne eine solche Kontrolle weiter in einem liberalen Umfeld ohne große Verluste existieren könnte, ist eine Illusion. Das ist eine Illusion. Man kann heute, wie es bereits erwähnt wurde, wenn man keine eigenen Ideen hat, dann kann man die Ideen klauen. Das ist richtig, das wurde auch bereits angesprochen. Aber besser wäre es gewesen, eigentlich Meyer-Burger zu kaufen. Die Ideen abzuzapfen, abzuziehen, den Laden hier zu schließen. Das Gleiche kann ich umso günstiger kaufen und besser und schneller in China produzieren als in Thun. Es tut mir leid, ich bin auch ein Freund von Thun, eine schöne Landschaft, aber dort diese Technologie, die kann ich auch irgendwo anders produzieren. Und jetzt kommt der Bereich, wo es kritisch wird. Wenn ein Land merkt, dass solche Direktinvestitionen in die Sicherheit und Ordnung eines Landes eingreifen, das ist Einzelfall abzuschätzen und abzuklären, dann muss eine Behörde da sein, die sagt, ja, du kannst kaufen, kein Problem für die Schweiz. Ja, du kannst kaufen, aber nur unter Bedingungen kannst du kaufen. Du musst gewisse Sparten ausgliedern. Oder sagt eben dann, nein, du kannst nicht kaufen. Und Syngenta ist eigentlich ein Phänomen. Syngenta wurde genehmigt. Die Schweizer Firma Syngenta wurde durch Chem China übernommen. Die Genehmigung erfolgte in den USA durch die Genehmigungsbehörde in den USA. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Vielleicht hätte auch die schweizerische Behörde das Ganze genehmigt. Aber zumindest eine Kontrolle muss sein. Das ist der Inhalt dieses Vorstoßes. Und ich hoffe, dass der Nationalrat diesem Vorstoß genau zustimmt. Genau, und jetzt schaut der Frau Markwalder an. Ich vermute, Frau Markwalder ist in dieser Diskussion wahrscheinlich in der Minderheit. Sie können sich jetzt äußern oder am Schluss, wenn Sie lieber wollen. Aber bitte, Sie dürfen auch zweimal etwas sagen, weil Sie in der Minderheit sind. Ja, vielleicht also habe ich solch überzeugende Argumente, dass am Schluss ich nicht mehr in der Minderheit bin, um mich gegen Investitionskontrollen zu wehren. Zunächst einmal sind Investitionskontrollen industriepolitische Maßnahmen. Und die Schweiz als offene Volkswirtschaft kennt keine spezifische Industriepolitik. Und deshalb sollten wir auch davon absehen, solche Investitionskontrollen einzuführen. Wir haben 2017 ausländische Direktinvestitionen in der Höhe von 1088 Milliarden Schweizer Franken in die Schweiz angezogen und sind selbst ebenfalls im Jahr 2017 mit 1228 Milliarden im Ausland investiert. Direktinvestitionen haben sehr stark etwas mit Wohlstand und Wohlstandsentwicklung zu tun. Sobald man beginnt, diese Investitionskontrollen einzuführen, bedeutet das auch eine gewisse Limitierung von Direktinvestitionen. Und es stellen sich ganz viele Fragen. Ich weiß, Jacqueline Badran leidet. Sie muss noch ein bisschen weiter leiden, weil ich bin noch nicht ganz fertig. Und es stellen sich natürlich ganz viele Grundsatzfragen.
Es ist klar, dass die Motion Rieder am Beispiel der aufgrund der Syngenta-Übernahmen und auch der nicht nur positiven Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, das ist, gilt es klar zu sagen, eingereicht wurden. Aber führen wir dann auch direkte Investitionen für amerikanische Investoren ein, für deutsche Investoren ein? Genau. Und dann sind wir plötzlich in einer Situation, da machen wir dann quasi Daumen rauf, Daumen runter, je nachdem, woher jemand kommt, mit welchen Ideen jemand investiert. Und das ist ein Problem. Nun, die Schweiz hat Möglichkeiten, zum Beispiel kritische Infrastrukturen, Elektrizität, Wasser, all diese Dinge, die wollen wir nicht von ausländischen Investoren beherrscht haben. Aber die gehören heute großmehrheitlich dem Bund, den Kantonen oder den Gemeinden. Wir haben ein Monitoring. Wir sind nicht naiv und einfach lassen alles zu. Wir haben ein Monitoring, das auch seitens der Bundesverwaltung verfolgt, wer wo was investiert. Und wir sind deshalb, denke ich, damit gut beraten, weiterhin eine offene Volkswirtschaft zu bleiben und keine solchen industriepolitischen Maßnahmen einzuführen. Vielen Dank. Damit Frau Badran nicht leiden muss, bekommt sie jetzt das Wort. Also seit es die Menschheitsgeschichte gibt, wissen wir, Eigentumsverhältnisse sind entscheidend. Der Grund der bürgerlichen Revolution war die Änderung Christa Margwalder, der bürgerlichen Revolution. Da gab es die Sozialdemokratie noch nicht, war die Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Der privilegierte Adel, verstehst du, bürgerlich ist das Gegenteil von Adel. Übrigens Kapitalismus bezeichnet die Eigentumsverhältnisse als privat im Gegensatz zum Kommunismus und ist nicht synonym mit Marktwirtschaft, was bezeichnet die Koordination von Angebot und Nachfrage über den Preis. Nichts miteinander zu tun. Gerade im Kapitalismus zählen die Eigentumsverhältnisse. Wir wissen das aus ganz kürzlicher Anschauung. Wir haben zum Beispiel den Fall Sulzer, als Wechselberg unsere Sulzer übernommen hat, was gerade aktuell zu Problemen geführt hat, weil er in den USA zur Persona non grata degradiert worden ist. Man der Sulzer die Liquidität kappen wollte, konnte man gerade noch vorbeischrammen. Wir wissen den Fall Sika und wir kennen den Fall der Syngenta. Und ich möchte noch mal zurückkommen auf das, was ich gesagt habe vorher. Heutzutage erobert man Länder nicht mit Panzerchen und Rüstungen, sondern man kauft sie. Und nehmen wir den Fall Syngenta. Jetzt aus der Perspektive von China. Es gibt auf der Welt drei Konzerne, die das Saatgut kontrollieren. Agrokonzerne. Und drei Konzerne im Wesentlichen, die den Düngemarkt und Pestizidmarkt kontrollieren. Das ist entscheidend für die landwirtschaftliche Produktion. Es wächst kein Reiskorn, es wächst kein nichts in unserer ganzen Welt ohne die Düngemittel. Die Syngenta kontrolliert ein Drittel des Weltmarkts. Solche Firmen auszusetzen, jetzt in dem Fall China, das richtet sich ja nicht nur gegen China, in dem Fall China, die schon jetzt die ganze Weltlogistik bald kontrolliert, Seidenstraße, sie besitzen Häfen, Flughäfen und so weiter. Sie bauen Rüstungsanlagen in Afrika und so weiter. Viktor Wechselberg hat mal gesagt an einer Veranstaltung vor uns, Stände und Nationalräten, die Chinesen sind die Neofeudalisten heute. Das ist purer Neofeudalismus, weil sie ja eben halb Afrika schon zusammengekauft haben. Zur Sicherstellung der landwirtschaftlichen Produktion. Das heißt jetzt übersetzt, sicherheitspolitisch oder geostrategisch, wie man das sagen will, im Wesentlichen kontrollieren sie jetzt die globale Landwirtschaft. Und früher hat man in den Kriegen die Nahrungsmittelzufuhr gekappt. Das können sie kontrollieren. Und es ist keine Frage, wie dann jeweils Politiker sagen, ja, aber die verlagern ja gar nicht die Arbeitsplätze irgendwo hin. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Und wir kennen in der Schweiz Fusionskontrollen. Das hat einen bestimmten Grund, warum wir Fusionskontrollen haben. Und sagen, nein, wir wollen keine besondere Marktmacht und so weiter. Das hat logische Kriterien dahinter. Und das hat es auch bei Investitionen zu geben.
wenn etwa, und das macht ganz Europa, alle machen das. Die Chinesen wollten gerade mal eben das Stromnetz sich beteiligen. Ja, das muss ich jetzt halt erzählen. Ich habe vorher dafür einmal weniger geredet. Stromnetz kaufen, da ist Angela Merkel gekommen und hat einfach gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und da hat die Staatsbank da diese Stromnetze gekauft, oder? Und sorry, es ist naiv zu glauben, dass da einfach das es käme nicht darauf an, wem die Sachen gehören. Und wir wollen auch keine unfreundlichen Übernahmen. Irgendein Lachse-Hedgefonds, der kommt und irgendwie, das wollen wir auch nicht. Je nachdem, das ist auch eine Möglichkeit, solches zu verhindern. Und je nachdem, gewisse Länder, das muss einfach kommen und alles andere ist naiv. Und das hat nichts mit diesen. Ja. Gut, jetzt haben Sie, zuerst kommt Herr Ronde, dann Herr Rieder hat sich gegeben. Ich möchte noch einen kleinen Einschub machen. Es ist richtig, die Motion von Herrn Rieder ist nicht eine Lex China, sondern sie gilt grundsätzlich für alle Staaten. Und jetzt möchte ich da, bevor Sie können vielleicht dazu auch etwas wichtig sagen, möchte ich hier noch einen nicht ganz unbedeutenden bernischen Unternehmer, der nicht hier ist, zitieren. Es handelt sich um Nick Hayek, Chef der Swatch-Gruppe. Und man hat ihn befragt genau zu diesem Thema. Und hat er gesagt, ich bin dagegen, jetzt zitiere ich, nach der gleichen Logik müsste die Politik, wenn schon, zuerst gegen Hedgefonds vorgehen. Ich habe mehr Vertrauen in einen chinesischen Unternehmer als in einen amerikanischen oder europäischen Hedgefonds. Diese Heuschrecken, das Zitat Hayek. Und vielleicht können Sie sich auch dazu noch äußern, aber jetzt zuerst genau Herr André. Ich möchte zuerst noch Christa Markwalder ein bisschen widersprechen, dass die Politik eine Industriepolitik machen muss und machen soll. Ich war in der Wintersession dabei und die Kampfflugzeugbeschaffung mit Gegengeschäften ist eine ganz klar industriepolitische Angelegenheit mit einer Schlagseite, die ich nicht befürworte. Aber zurückzukommen auf diese andere Gelegenheit, die Angelegenheit, eben die Motion Rieder. Also ich bin diesem Vorstoß, ich werde dem zustimmen. Ich finde das richtig und nicht nur, weil wir gerade heute ein Problem zu lösen hätten, sondern es ist auch ein bisschen Gouvernesse, prévoir. Wir sollten uns diese Basis schaffen. Ich möchte nicht einen Bundesrat in aller Hektik sehen, der versucht, eine Übernahme via Notrecht aufzuhalten. Also ich finde das eine sinnvolle Lösung und ich glaube, das kann man auch sehr wohl eben auch sinnvoll umsetzen, insbesondere mit den Staaten, wo sich eben diese Probleme gar nicht erst ergeben. Also, dass man gewissermaßen weiße Listen hat und vielleicht schwarze Listen, wo man genauer hinschaut. Also je nachdem, wie die bilaterale Situation eben dann aussieht. Danke, Herr Rieder und dann noch Frau Markwalder. Und dann haben wir, glaube ich, unsere Zeit praktisch ausgeschöpft. Hm? Gut, also, Herr Rieder. Ja. Ich wurde an sicher 20 Podien eingeladen zu dieser Motion und ich habe 19 abgesagt, nur Bern zugesagt, weil ich hier studiert habe. Das möchte ich hier an dieser Stelle mal gesagt haben. Das schätzen wir. Und die Motion wird völlig falsch verstanden. Und die Motion ist nicht eine Lex China. Das ist eine Investitionskontrolle für Direktinvestitionen für alle. Für alle. Auch für Hedgefonds. Auch für Hedgefonds. Der Staat kann dann selbst, der Bundesrat ist völlig frei, jene Sektoren zu bezeichnen, welche er als für die Sicherheit und Ordnung der Schweiz kritisch ansieht. Sicherheit und Ordnung der Schweiz, wieso dieser Begriff? Es gibt kein einziges Gesetz weltweit, das einen anderen Begriff als diese Generalklausel gefunden hätte. Diese Motion hat einen kleinen Link zu den liberalen Geistern in unserer Schweiz und ich gehöre auch zu den liberalen Geistern. In dieser Motion ist das Prinzip der Reziprozität verankert. Das heißt, ein Land, das der Schweiz die gleichen Investitionsmöglichkeiten völlig unbegrenzt einräumt, jenes Land unterliegt nicht der Investitionskontrolle. Gleiche Spieße, gleich lange Spieße. Das wünscht diese Motion und nichts anderes. Das Dritte, wir haben es und Reziprozität. Wir haben untersucht, ob es wirklich investitionshemmend ist, wenn man solche Genehmigungsbehörden einführt. Und es gibt keine Studie, die das belegt. Auch USA, Deutschland, Frankreich, die kennen alle solche Instrumente, haben sie jetzt massiv verschärft übrigens, gerade aufgrund des Eindrucks von chinesischen Übernahmen, haben keine Investitionshemmer in diesem Bereich festgestellt.
Und das Letzte, selbstverständlich können wir nicht ein Land diskriminieren. Also wir sind WTO gebunden, also wir haben ein Freihandelsabkommen mit China. Wenn wir das nur mit China machen würden, dann wäre das klar ein Verstoß gegen die entsprechenden Abkommen. Das nur zur Besänftigung der liberalen Geister. Eigentlich sollten alle Liberalen dem zustimmen. Stellen Sie sich vor, jetzt kommt ein Staatskonzern, ein ausländischer Staatskonzern oder Staatsfonds, kommt in die Schweiz, kauft auf dem Markt ein freies Unternehmen auf, integriert das in einen Staatskonzern und wir sollen jubeln in der Schweiz. Das ist doch völlig absurd. Ja? Das ist mit Jam China und Syngenta genauso erfolgt und nichts anderes. Jetzt kann man sagen, wir schauen zu, wir machen ein Monitoring, das der Bundesrat noch gar nicht begonnen hat übrigens. Nein, er hat es leider jetzt zugeben müssen. Und wir können sagen, wir handeln. Ich bin für Handeln. Es ist die Zeit gekommen, die europäischen Staaten haben das bereits alles vorgekehrt. Die Zeit gekommen? Ja. Mischt sich die Co-Moderatorin ein im Sinne des Publikums? Jawohl, wir werden wir machen die Schlussrunde. Frau Markwalder hat sich gemeldet und Frau Baton möchte auch noch einen ganz kurzen Bemerkung machen. Dann möchte ich gerne kurz mit dem Publikum klären, weil das wird schwierig bis um 1 Uhr. Sind Sie bereit, vielleicht 10 Minuten? Ja. Gut, ich verspreche Ihnen, es geht nicht lange. Frau Markwalder. Ganz kurz zur Reziprozität. Also China hat sich immer mehr geöffnet in den letzten Jahren. Es war sehr schwierig, beispielsweise für Schweizer Firmen eine Beteiligung über 30% an chinesischen Unternehmen zu erwerben. Inzwischen ist es möglich, wir haben es auch von Simon Michel gehört, dass sich Schweizer Firmen auch in China investieren. Und wenn man dann in dieser Logik denkt, eben reziprok, dann würde das die Motion Rieder gar nicht das bewirken, was er eigentlich möchte. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir haben über Menschenrechte gesprochen. Die Eigentumsgarantie ist ein ganz wichtiges, auch Menschenrecht. Das heißt, staatliche Investitionskontrollen bedeuten eigentlich nichts anderes als ein Eingriff in die Eigentumsgarantie auch eines Besitzers, der dann nicht an eine bestimmte Unternehmung oder Person verkaufen darf. Also das ist eine staatliche Intervention, die man auch von dieser Seite einmal betrachten muss. Und deshalb sind eben solche echten liberalen Geister nicht zu besänftigen mit den Argumenten von Herrn Ständerat Rieder. Vielen Dank, Frau Patron. Ja, einfach noch, es gibt ja noch eine Motion, die durch beide Räte durchgegangen ist, also durch beide Kommissionen von mir, wegen den Energieinfrastrukturen. Gerade die Chinesen, aber nicht nur die Chinesen, auch andere Staatsfonds, zum Beispiel arabische Staatsfonds, die Kontrolle über die Energieproduktion ist irgendwie die Schlüsseltechnologie. Und ich bin ein bisschen verstört gewesen. Wir hatten eine ordnungspolitische, Regulierungspanne in den 90er Jahren, wo wir heute sehr darunter leiden. Wir haben die Stromnetze, Monopolinfrastrukturen teilprivatisiert. Theoretisch, praktisch ist es nicht so. Und die Alpiq hat ihre Anteile an den Stromnetzen, also die Hochspannungsnetze mit 100% administrierten Preisen, 100% Monopolinfrastruktur. Gell, Rudi, die tut man nicht teilprivatisieren. Aber auf jeden Fall. Und Grand Xans, Wasserkraft, Alpiq. Und die hatten Liquiditätsprobleme und wollten verkaufen. Und China stand in den Startlöchern. 30% der Direktinvestitionen von China geht in Europa in den Energiemarkt und in die Energieproduktion. Und das ist auch ein, sie wollten in der ABB ihnen die Netze abkaufen, jetzt ist ihnen Japan zuvor gekommen. Aber trotzdem, da muss man einfach, stellen Sie sich mal vor, die Chinesen kaufen Grand Xans. Oder sie können uns einfach, ich meine, sie könnten theoretisch, natürlich machen sie das jetzt gerade nicht und so, sie könnten uns dann theoretisch einfach den Stromriegel abstellen. Oder? Also, Wir müssen schon wissen, welche Dimensionen das hat. Und hier geht es nicht ein bisschen um globales Kapital und Direktinvestitionen. Das hat schon eine andere Dimension und eben auch andere Länder. Ich denke an gewisse andere Staatsfonds, aber vor allem auch das globale Kapital in Form von Hedgefonds.
Gut, brauchen wir den Schuh drin? Wir können hier die Diskussion nicht weiterführen. Sie wird im Nationalrat demnächst geführt. Sie werden daran beteiligt sein. Ja. Wir werden dann vielleicht zusehen. Ganz herzlichen Dank allen Teilnehmenden. Und damit übergebe ich Beatrice Born das Wort. Danke vielmals. Bitte, lieber Kiep. Darf ich, bevor ich das Mikrofon ganz kurz habe, weil es brennt mir, bevor Sie an der Reihe sind, möchte ich doch die Chance, die wirklich nicht immer gegeben ist, nutzen, um gerade eine direkte Antwort zu kriegen. Vielleicht von Ihnen, Herr Michel, Sie sind ja auch Politiker. Was sagen Sie zu der Motion von Herrn Rieder? Also ich bin liberal, libertär denkend, ich bin gegen solche Regeln. Schon herzlich. Ich unterstütze sehr die Aussagen von Christa Markwalder. Ich meine auch, dass es wirklich ein großes Spannungsfeld ist, hier wirklich in die Eigentümerstrategie einzugreifen. Diese Freiheit, dass wir darüber eben äußere Einflüsse wahrnehmen müssen, die uns eben restriktiv dann vorgeben, mit wem Investitionen getätigt werden oder nicht. Ich glaube, es gibt auch andere Beispiele. Wir haben jetzt wirklich Beispiele gehört, die auch meiner Meinung nach offene Fragen noch nicht beantworten. Syngenta, denke ich, ist wirklich ein Beispiel, wo ich vielen Vorrednern recht geben muss. Da stehe ich dazu. Aber es gibt auch bei uns im Verband, beispielsweise Swissmem, gibt es KMUs, die eben über Investoren aus China eine langfristige Perspektive eröffnet bekamen. Und ich möchte da wirklich zwei, drei Beispiele in Erinnerung rufen, jetzt vielleicht ohne die Namen zu nennen, wo es eben sich wirklich sehr bewährt hat. Also ich wäre da sehr vorsichtig in eben jetzt dem Generalisieren von negativen Beispielen, die es wirklich gegeben hat. Herr Brendle, auch Sie gehören zu den Praktikern, deshalb möchte ich Ihnen auch noch kurz das Wort geben. Ich habe eigentlich eine eiserne Regel, dass ich mich politisch nicht äußern will. Okay. Ich mache für Sie eine Ausnahme. Ich gehöre zu den Leuten, die schon viele Übernahmen gemacht haben, auch viele Verkäufe gemacht haben, auch größere, bis in den Milliardenbereich. Ich habe mit diesen Behörden zu tun und ich muss jetzt wirklich sagen, ich sehe nicht, wo das Problem ist. Es gibt andere liberale Staaten, die solche Instrumente haben. Also ich habe vollstes Verständnis für den Vorstoß von Herrn Rieder, für die Motion. Also ich würde die unterstützen. Ich habe aber nicht im Namen von Mayer-Burger geredet, sondern als Privatperson. Genau, aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen. Nach diesen Statements sind Sie an der Reihe, bitte. Da wäre eine Frage. Rolf Steiger aus Gstaad. Als Mediziner hatte ich die Gelegenheit, schon 1979 drei Monate in China zu leben und kenne China seither recht gut, diese Entwicklung. Ich habe ganz einfache Fragen. Eine Brieffreundin, die mir wöchentlich fast schreibt, was in der Schweiz geht, aus Peking, aus der Tsinghua-Universität, die fragt mich, feiert die Schweiz diese 70 Jahre diplomatische Anerkennung? Also politisch habe ich noch nicht viel gehört. Ich weiß, dass jetzt das passieren sollte. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage, die mich beschäftigt. Die Chinesen wissen alles. 5 Tage nach den Nationalratswahlen bekam ich die Antwort der Tsinghua-Universität. Sie gratulieren mir, dass wir mehr Grüne gewählt haben. Aber sie möchten mir doch auch sagen, an der Tsinghua-Universität sei jetzt neu eine grüne Initiative im Gange und Sie sehen sehr bewusst, denken Sie an die Problematik dieses Klimaschutzes. Und die dritte Frage, die wäre für mich wichtig. Richard von Weizsäcker hat vor Jahren das Wort geprägt, für ihn kommen die Demokratien der Parteien, die Parteiendemokratien langsam an ein Ende. Denn wir haben mit den Menschenrechten, die Individualrechte derart ausgebaut, dass wir ja langsam alles blockieren. Und die Parteien, schauen wir nur in Europa und auch in Amerika, die sind ja im dauernden Wahlkampf. Wir spüren ja das auch heute hier. Ist das tatsächlich langsam der Beginn eines Endes unserer Demokratien?
Darf ich noch fragen, wen Sie zuerst fragen möchten? Oder von wem Sie zuerst eine Antwort hätten? Aus der Politik? Ich meine, die erste Frage wäre für mich schon eben die Frage der diplomatischen Anerkennung und diese Feier. Machen wir etwas? Gut, das wäre, glaube ich, eine Frage für Frau Markwalder. Da bin ich sehr einverstanden. Vielleicht noch als Ergänzung ein Statement von Herrn Sick, der hier, glaube ich, auch gesagt hat, dass das zwar in den Reden sehr wohl vorkommt, aber in der Praxis eigentlich nicht mehr wichtig ist. Ja, wir werden sicherlich einen Grund finden, um diese 70 Jahre diplomatische Beziehung zu feiern, weil die Schweiz ist da auch gut darin, eben solche Anlässe zu nehmen, um dann auch die Beziehungen entsprechend zu pflegen und das herauszustreichen. Zum Stichwort, die Chinesen wissen alles. Ja, tatsächlich, sie wissen noch mehr. Also, sie wissen nicht nur, was in unseren Zeitungen steht, sondern sie wissen auch, was wir kommunizieren. Und als ich damals in China war, hat unser Schweizer Botschafter mir gesagt, also sie wissen sowieso alles. Ich habe nur gesagt, ich möchte eigentlich nicht meine Daten in einer chinesischen Cloud haben. Er hat gesagt, spielt keine Rolle. Sie wissen auch, was in der amerikanischen und der Schweizer Cloud ist. Und schließlich zur Frage der Ökologisierung. Ich denke, Sie haben wirklich auch begriffen, dass Sie nicht so mit der Energie weitermachen können, weil in Peking sieht man selten einen blauen Himmel. Es ist immer voller Smog, die Stadt. Und Sie haben aber in den Provinzen, die noch nicht verschmutzt sind, wollen Sie quasi, bevor Sie die gleichen Fehler machen mit der Industrialisierung wie in den Industrieprovinzen, wollen Sie dank neuen Technologien, dank neuen Energiegewinnungsmöglichkeiten, eben Solartechnologie ist da eine Schlüsseltechnologie, wollen Sie diese Fehler vermeiden und damit eben auch entsprechend ökologischer werden. Aber wir müssen schon sehen, damit wir das Pariser Klimaabkommen erreichen können, das geht nicht ohne die Chinesen. Und die Chinesen haben sich da sehr viel auch ausgehandelt, dass sie wie Entwicklungsländer behandelt werden, dass sie quasi noch das Recht haben, mehr zu emittieren in den nächsten Jahren. Da haben die Amerikaner zum Grund genommen, um daraus auszusteigen. Und im Prinzip haben wir dort ein Problem im Mechanismus und müssten eigentlich die Chinesen motivieren, schneller ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Vielleicht darf ich noch ergänzen und die Frage weitergeben an den Vertreter der Grünen. Ich habe gelernt an diesen drei Veranstaltungen, dass man mit China sehr wohl sprechen kann. Und wenn der Nutzen da ist, wenn die Technologie da ist, die Neugier ist sehr groß, dass man vielleicht sogar über Kreislaufwirtschaft mit China sprechen kann. Absolut und hoffentlich. Und ich würde auch wirklich demütig diesem Land auch mit Offenheit begegnen, weil es könnte sehr wohl auch sein, dass Sie uns in gewissen Dingen zeigen könnten, wie es geht. Weil es geht sehr schnell. Wir haben es gehört. Ich persönlich war leider nie in China. Ich kann deshalb nicht aus dem Nähkästchen erzählen. Es ist natürlich super spannend zu hören, was jetzt die Unternehmerinnen und Unternehmer da erleben. Von daher, das fehlt mir ein bisschen. Aber ich glaube einfach daran, dass wir dieses Land, diese Nation nicht unterschätzen sollten und uns sehr wohl auch Sie uns vielleicht ein bisschen zeigen könnten, wohin die Reise geht. Und wie gesagt, Sie sind sehr schnell. Ich meine, das ist Ihr Vorteil, was wir nie zulassen würden, einen dermaßen autoritären Staat. Und das wird auch nie die Option der Schweiz sein. Aber da ist eben dann spannend, was passiert eben. Technologietransfer rückwärts, oder? Da werden wir Dinge sehen, die für uns auch hilfreich sein können. Und ich bin mir überzeugt, dass ein chinesischer Staat, auch wenn der ökologische Fußabdruck pro Einwohner sukzessive steigt, das ist ein Land, das eben in so großen Zeithorizonten agiert und agieren kann und trotzdem in kurzen Fristen sich anpassen kann. Ich glaube, dass China da echt ein wichtiger Player sein kann und muss, weil ohne sie geht es nicht. Und ich hoffe sogar, dass wir von ihnen etwas abschneiden können. Vielen Dank. Dann würde ich die letzte Frage, die scheint mir beinahe schon eine Frage zu sein, um das Podium heute abzuschließen, außer Sie würden demonstrieren dagegen, wäre ich auch dafür zu haben natürlich, weil es gibt auch sehr viele Aufstände. China habe ich auch hier gelernt übrigens. Nein, die Frage nach dem Auslödeln quasi der Demokratie, um es ganz flapsig zu sagen, oder in der Form, wie wir die Prozesse kennen. Vielleicht als Input dann die Frage an Sie, Frau Badran, auch noch ein Gedanke von Uli Sieg, der sagt, ja, vielleicht müssen wir wirklich auch anders denken. Das heißt nicht nur
er hat mal gesagt, die Demokratie soll effizienter werden, aber ich habe in der NZZ danach gelesen im Interview, dass er sagt, vielleicht sollten wir anders denken, vielleicht sollten wir nicht Ja-Nein denken, vielleicht sollten wir mehr in Varianten denken. Das heißt, Abstimmungen in Varianten durchführen, öffnen, uns neue Modelle überlegen. Sie meinen, ich verstehe die Frage nicht, für die politische Entscheidfindung? Wir haben ja das Statement gehört von Herrn, jetzt habe ich den Namen vergessen. Herr Steiger, der gesagt hat, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie es doch noch einmal selbst. Also, wir blockieren mit unseren Demokratien im Westen, so, weil wir dauernd im Wahlkampf sind. Das hat Richard von Weizsäcker als Frage aufgeworfen. Und er hat gesagt, wenn wir die Individualrechte immer mehr schützen, immer mehr Einsprachen machen können, können wir nicht einmal die Masern bekämpfen, weil ja jeder sagt, ob er Masern impfen will oder nicht. Das haben mir die Chinesen vorgeworfen, dass wir plötzlich Masern hätten, weil wir die Individualrechte über das Allgemeinwohl setzen. Frau, also nur eine kurze Antwort an Sie. Es scheint verlockend zu sein, ein chinesisches System anzunehmen, um globale Probleme zu lösen. Also, ich warne davor. Ich warne davor. In Amerika konnte diese Woche ein Abgeordneter, Mr. Schiff, den Präsidenten der USA als Betrüger, Gangster, Cheater und so weiter bezeichnen. Es passiert ihm nichts. Versuchen Sie das einmal im chinesischen Staat. Das sind einfach zwei verschiedene Levels, die wir hier diskutieren. Das Zweite gebe ich Ihnen recht. Wir haben bei den Individualrechten teilweise die Wirtschaft blockiert. Das ist so. Das können wir aber ohne Abbau der Demokratie sehr gut lösen. Schnellere Verfahren und weniger Beschwerdemöglichkeiten, das wird unsere Demokratie, unsere direkte Demokratie nicht bedrohen. Also, man kann es auch anders formulieren. Die Demokratie hat ihren Preis und der liegt in der Effizienz. In der kurzfristigen Effizienz, in der langfristigen Effizienz, glaube ich, demokratische Systeme, gerade besonders unseres, das extrem von unten her kommt und auch so konzipiert ist, ist deutlich überlegen. Aber klar, ich meine, manchmal würde ich mir auch wünschen, man könne top-down irgendwie sagen, so dumm, so fettig Schwätz, jetzt machen wir es so und so. Also hätte da gerne in gewissen Politikbereichen die Lizenz dazu. Aber also ich finde das einen sehr spannenden Aspekt, den Sie aufbringen. Ich finde, wir können auch unsere traditionsreiche, alte Demokratie sukzessive verbessern. Es ist nicht so, dass wir das immer gleich machen müssen. Und eins, das wir abschauen können, und da finde ich, haben wir auch die Grundlage mit unserem Föderalismus, die Chinesen jetzt mit diesem Social Scoring System, das ich persönlich natürlich aus grundrechtlicher Perspektive höchst bedenklich finde, aber wie sie es einführen, ist parallel offenbar mehrere Tests groß angelegt mit Varianten, um zu schauen, was ist die beste Lösung. Und ich finde, das könnten wir in der Demokratie auch stärker bespielen, mehr kleinere Schritte. Ich komme wiederum aus einer Branche, die sich das gewohnt ist, in Iterationen testen, ob es geht, und dann schauen wir weiter, ob wir es größer ausrollen können. Ich finde, da gibt es sehr wohl Möglichkeiten, damit wir auch als Demokratie besser werden. Herzlichen Dank, Herr Ode. Dann würde ich, außer es gibt auch eine ganz dringende Wortmeldung, scheint nicht der Fall zu sein, Herrn, möchte ich mich bei Ihnen natürlich zuerst bei der Runde sehr herzlich bedanken. Einen Applaus. Danke, danke. Ich möchte mich bei Ihnen als Publikum sehr herzlich danken für das wirklich virulente Interesse. Sie können sich vielleicht gar nicht vorstellen, wie man Ihre Energie und Ihr Interesse hier vorne spürt, wenn man hier steht. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mir gefolgt sind auch, dass ich das Vertrauen hatte für diese Moderation, für diese drei Veranstaltungen. Und vielleicht sieht man sich ja wieder. Das Schlusswort gehört Herrn Thierry Carrel.